Liebe Zuschauer, kleine Bücher der Bibel lesen und interpretieren, das haben sich meine Kollegen und ich in diesem Winter vorgenommen. Heute soll es um das Buch Jona gehen, ein kleines Buch von 4 Kapiteln in der Mitte der Bibel. Den ersten 2 Kapiteln möchte ich mich heute widmen. Zunächst aber die Frage an Sie: Kennen Sie Jona? Die Geschichte des kleinen Propheten und des großen Fisches. In unseren Kirchen ist er allgegenwärtig. Schauen Sie sich einmal in Ihrer Kirche um. Fast jede Kirche hat eine Kanzel, die so oder ähnlich aussieht wie hier die Kanzel in Michelfeld. Sie besteht aus 2 Teilen, dem Unterbau und dem Dach oben drüber, dem Deckel. Beides zusammen erinnert an ein großes, geöffnetes Fischmaul, wo sozusagen der Prediger vor die Gemeinde ausgespien wird. Oft gegen den eigenen Willen hat der Prediger der Gemeinde das Wort Gottes zu sagen, das oft sperrig und unbequem ist. In manchen Kirchen Europas ist die ganze Kanzel wie ein Fisch gestaltet oder abgebildet auf den Aufgängen zur Kanzel. Die Kanzel in der fast 1000-jährigen Kirche in Süditalien, in Ravello, spuckt das Seeungeheuer beim Aufgang den Propheten aus und beim Abgang verschlingt es ihn wieder. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Pfarrer inzwischen die Kanzel meiden, denn das Wort Gottes zu predigen ist bisweilen ein sehr gefährliches Geschäft. Und noch etwas anderes erinnert in vielen Kirchen an die Jona-Geschichte. In den Maßwerkfenstern, vor allem gotischer Kirchen, kommt immer wieder die Fischblase vor, wie beispielsweise auch hier schematisch dargestellt in der Kirche von Düren. Die rot markierten Teile stellen eine Fischblase dar, die in vielfältigsten Formen in den alten Kirchen immer wiederkehrt. Das Jona-Buch ist eine beliebte Erzählung im alten Bund in Israel, aber auch in den anderen abrahamitischen Religionen im Orient, im Islam und sogar in den persischen Religionen findet sich die Jona-Geschichte wieder. Geschichten eines großen Fisches, das den Menschen zu verschlingen droht. Solche Geschichten hat man ja früher nicht nur vorgelesen, man hat sie auch gesungen. Und so gibt es in den norddeutschen Gesangbüchern, wie etwa auch in der Mundorgel, das schöne Lied von dem Jona. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. So sprach Gott zu Jona, geh nach Ninive. Sage ja, hör mein Wort, mach dich auf und geh. Geh und sag den Leuten in der Stadt, dass ihr Leben bald ein Ende hat. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Die Geschichte beginnt mit dem Namen eines damals sehr bekannten Propheten, Jona,
Sohn des Amittai. Jedermann in Israel wusste, wer gemeint war. Er war ein Zeitgenosse jenes Amos, dessen scharfe Reden allgemein bekannt waren. Eine ähnlich scharfe Rede soll Jona halten gegen die Stadt Ninive. Ninive, das war die Hauptstadt des damaligen Assyrerreichs. Eine grausame Weltmacht, die grausamste übrigens, die man bis dahin gekannt hat. Ständige Bedrohung der kleinen Staatenwelt am Mittelmeer. Zu den Grausamkeiten der Assyrer gehört es unter anderem, die Todesstrafe durch Kreuzigen zu praktizieren. Diese Weltmacht, dieser Weltmetropole sollte der Prophet eine Gerichtspredigt halten. Und hier entgleitet die Erzählung ins Unermessliche und es dürfte klar sein, dass die Geschichte allegorisch, das heißt in Bildern zu verstehen ist. Der kleine Prophet und die große Weltmacht, einer allein gegen die Mächtigen, so wie heute die kleine Ukraine gegen das große Russland. Und viele wünschen sich auch heute und können es doch nicht glauben, dass der kleine oder dass die kleinen Kämpfer, der kleine Präsident Zelensky gegen diese Weltmacht siegen wird. Jona aber entscheidet sich für die Angst und er flieht. Er läuft weg und die erste Botschaft lautet, man kann Gott nicht wirklich entfliehen, man kann ihm nicht aus den Augen kommen. Kleine Kinder halten sich ja manchmal die Augen zu und denken, nun würde man sie nicht mehr sehen. Heute fliehen Menschen aus der Kirche, aus dem Glauben, von dem Pfarrer, weil sie sich der Unausweichlichkeit Gottes nicht stellen wollen. Umfragen unter Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, haben ergeben, dass viele auch im weiteren Leben ihren Glauben nicht wirklich vergessen können. Das Aufregende an dem Jona-Buch ist, in einer schlichten Erzählung, man kann Gott nicht wirklich weglaufen. Vor Gott kann man nicht fliehen. Der Leser ahnt, der Zuhörer, was Jona noch nicht weiß. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Jona hört Gottes Ruf, doch es wird ihm schwer. Er hat Angst vor der Stadt, fürchtet sich so sehr. Ja, wer denkt schon an Gottes Strafgericht? Sicher schlägt man ihn tot und glaubt ihm nicht. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land kommst du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm,
Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Unwetter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Jona flieht nach Westen ans Meer und er besteigt ein Schiff, um Gottes Auftrag nicht ausführen zu müssen. Und es kommt ein schwerer Sturm auf, das Schiff droht zu kentern. Und mit ihm betritt Gott das Schiff. Er erweist sich nicht als der gute Gott, sondern als der liebende oder als der fürsorgliche Gott. Er zeigt sich wie einer der unheilvollen Geister und Kräfte, die die Seefahrt bis heute begleiten. War es früher der Klabautermann, der fliegende Holländer? Der Teufel gar ist es heute für die moderne Schifffahrt das Bermuda-Dreieck. Seefahrt ist immer noch ein gefährliches Unterfangen. Und Gott bedroht nicht nur den ungerechten und ungetreuen Diener, den Propheten, der Angst hat, seine große Aufgabe zu erfüllen. Er bedroht die ganze Schiffsbesatzung, auch die Menschen, die nicht wissen von ihm und von seiner Existenz. Wie seemännisches Wissen versagt und begrenzt ist, da hat der Aberglaube, da haben die Fake News ihre Hochkonjunktur. Man wirft den Störfaktor einfach über Bord. Mich erinnert das an die aktuelle Debatte um die Menschen, die zu uns flüchten. Begreifen wir nicht wirklich, warum so viele Menschen zu uns flüchten? Wollen wir nicht verstehen, was sie bewegt und wie ihnen in ihrer Not geholfen werden kann? Versenken wir sie im Meer einfach? Verweigern wir ihnen sichere Häfen? Schicken sie in seeuntüchtigen Booten zurück, oft aufs offene Meer? Lassen wir es zu, dass Piraten und andere Verbrecher sie auf offener See ertrinken lassen? Eine Politikerin der AfD hat es einmal so formuliert: Machen wir an unseren Grenzen einfach von der Schusswaffe Gebrauch. Der vor Gott flüchtende Prophet findet auf dem Meer den sicheren Tod, weil seine Schiffsbesatzung in ihrer Not nichts Besseres weiß, als einen Menschen zu opfern. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Jona flieht mit dem Schiff auf die hohe See. Nur schnell fort übers Meer, nicht nach Ninive. Der Prophet, er denkt sich eine List, er will in ein Land, wo Gott nicht ist. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Auf dem Meer kommt der Sturm, wirft sich auf das Schiff. In die Flut Jona sinkt, Gott ist der ihn griff. Im Rachen des Todes wird ihm klar, seine Flucht vor Gott vergeblich war. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona,
hör auf Gott und geh. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Es ist in diesem Zusammenhang von Menschenopfer zu reden. Das Schlachtopfer, das die geretteten Seeleute einem ihnen unbekannten Gott bringen, das ist im Grunde der Prophet selbst. Die Todesstrafe, die in Europa abgeschafft wurde, hat in der Tat wenig zu tun mit einer geregelten Rechtspflege. Es ist auch heute noch ein Menschenopfer, mit dem eine aus den Fugen zu geratene Gesellschaft versucht, sich zusammenzuhalten. Im Grunde eine religiöse Angelegenheit. Das gilt für das bibelfeste Amerika genauso wie für den iranischen Gottesstaat, in denen nach China die meisten Menschen im Jahr hingerichtet werden. Hinter all dem schrecklichen Szenario aber steckt Gott selber, der den Sturm geschickt hat, der das Schiff fast zum Kentern gebracht hatte. Aber er lässt den Propheten nicht ertrinken. Er schickt eines der gefürchtetsten Seeungeheuer, den großen Fisch, der Jona verschluckt. Und dort im tiefsten Grund seines Lebens, im Bauch eines Seeungeheuers, beginnt der Prophet sich zu besinnen. Und er betet einen Psalm, der zwar nicht in unserem Psalter steht, aber der eigentlich auch dazugehören müsste. Ich will ihn für Sie beten. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter in die Berge, zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Und Gott rettet Jona aus der wilden See. Jona sagt, ich bin bereit, geh nach Ninive. Darum hör, o Mensch, auf Gottes Wort und sei gehorsam, lauf nicht fort. Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. Es gibt unter Christenmenschen ein altes Sprichwort: Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. In der tiefsten Not erfährt der Prophet, der vor Gottes Nähe fliehen wollte, den sich um ihn sorgenden Gott. Das Bild des großen Fisches, das den Menschen zwar verschlingt, aber dann doch bewahrt, findet sich in allen Kulturen.
In der Welt des Islam ebenso wie an anderen Stellen des Judentums. Und Jesus selbst nimmt die Geschichte zum Anlass, um seine Freunde und Gegner auf seinen Tod und auf seine Auferstehung vorzubereiten. Ich zitiere aus dem Matthäusevangelium: Da antworteten ihn einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Selbst im Kinderroman Pinocchio taucht dieser Fisch noch einmal auf, in Gestalt eines Haifisches, der den Protagonisten verschlingt und ihn geläutert der Menschenwelt zurückgibt. In der Not lernt der Mensch beten, sagt man. Das stimmt nur insofern, als der in Not geratene Mensch zuvor das Gebet hat lernen müssen. In der Kirche des Lebens steht uns das zur Verfügung, was wir einmal in guten Tagen von ihm, Gott, erfahren haben. Um es ganz einfach zu sagen, ohne einen religiösen Unterricht wäre Jona im Bauch des Fisches nicht in der Lage gewesen, die Worte des Psalmisten zu zitieren. Und somit habe ich den ersten Teil des Jona-Buchs besprochen. Lesen Sie den zweiten Teil daheim für sich. Ihn heute noch mit auszulegen, würde auch diesen Online-Gottesdienst sprengen. Lassen Sie uns gemeinsam diese Online-Andacht beschließen mit dem Gebet, das wir alle gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.